Einfach unglaublich. Wir haben den Zauberstab der Regenbogenprinzessin gefunden. Wir haben zwar den Zauberstab, aber dafür ist jetzt die Regenbogenprinzessin verschwunden. Komm, wir suchen sie. Oh nein. Ich habe nun wirklich überall im Zaubergarten nach ihm gesucht. Doch mein Zauberstab ist wie vom Erdboden verschluckt. Man kann ihn nicht einfach ersetzen. Ich darf nicht aufgeben. Und das bedeutet jetzt wohl, ich muss außerhalb der Mauern suchen. Und ich lasse keine Wolke aus. Magisches Tor, öffne dich! Was ist das denn? Eine Kutsche vielleicht? Aber wo sind die Einhörner zum Vorspannen? Wow, sowas wie das hier habe ich noch nie gesehen. Oh. Was sind das denn für magische Dinge? Oh, wofür wird wohl dieser Knopf sein? Ist die Regenbogenprinzessin vor kurzem hier gewesen? Hallo Fee, hast du eine Ahnung, wo die Regenbogenprinzessin ist? Ich sehe mal auf den Wolken nach. Tut mir leid, keine Spur von ihr. Hast du die Regenbogenprinzessin gesehen? Ich und sehen? Ich habe nicht mal Augen. Aber wenn ihr wissen wollt, wo die Regenbogenprinzessin ist, frage ich mich, wart ihr denn schon bei den Regenbögen? Du bist wirklich clever. Los, komm. Entschuldigt bitte, wo bin ich hier? Du bist in Malibu. Manche Leute sagen einfach nur Boo. Ach, so sagt das doch keiner. Hab ich noch nie gehört. Etwas eigenartig, aber auch irgendwie schön hier. Ich bin Stacy und das sind Skipper und Ken. Und wo genau kommst du her? Können wir dir helfen? Ach, Herzchen, ich komme aus Dreamtopia und bin die Regenbogenprinzessin. Und ich bin auf der Suche nach meinem Zauberstab. Wieso sehe ich hier keine Meerjungfrauen? Entschuldige, da gibt es leider gerade keine. Wie wär's denn mit einem Schwimmreifen? Achtung, Band 3! Wow, echt wow. Was für ein Tag. Oh, ein Zauberstab. Wie zauberhaft. Kann ich ihn mir ausborgen und mit in den Zaubergarten nehmen? Ich brauche ihn für eine wichtige Sache. Das hier? Das ist zum Telefonieren, nicht zum Zaubern. Wofür brauchst du es denn? Vielleicht kann ich dir dabei helfen. Ohne meinen Zauberstab kann die Parade des Lichts nicht stattfinden. Barbie und Chelsea helfen den anderen bei den Vorbereitungen, aber... Warte mal, was? Sagtest du gerade Barbie und Chelsea? Ja, wieso? Kennst du sie etwa? Ja, natürlich. Sie sind unsere Schwestern und sie wohnen hier. Wenn ich hier bei Ihnen zu Hause bin und Sie währenddessen bei mir zu Hause sind, dann müssen wir Sie schnell finden und die Sache klären. Was machen die zwei jetzt gerade? Du bist echt ein kleines, wildes Einhorn. Vielleicht ist die Regenbogenprinzessin hinter den Regenbögen. Los, sehen wir nach. Oh, nicht so schnell. Oh, huh? Was ist los? Ich denke, da braucht jemand eine klitzekleine Pause. Kurz Luft holen und dann geht es für uns weiter. Braves Mädchen. Ja. Das sieht wirklich traumhaft aus. Du hast ja noch gar nicht alles gesehen. Tor, öffne dich. Die Kutsche kommt jetzt hereingerollt. Eine Kutsche? Du meinst den Abenteuercamper. Wo stecken die zwei? Eigentlich sollten sie bei der Probe sein. Oh, sieh dir nur die fantastischen Regenbögen an und... Und, Augenblick, warte mal. Sind das etwa Einhörner? Und seht mal, wer da angeritten kommt. Barbie und Chelsea! Na, ihr... Wir haben deinen Zauberstab gefunden. Und ich eure Freunde und Familie. Das heißt dann wohl jetzt, unsere Parade des Lichts kann endlich losgehen und sie wird die beste Show werden, die es je gegeben hat. Ja! Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserer Parade des Lichts.
Bis zur Eröffnung der Parade war der Weg ziemlich schwierig. Aber dank unserer Freundinnen Barbie und Chelsea wird es wohl die atemberaubendste und tollste Parade des Lichts, die es je gab. Bedankt euch nicht nur bei uns. Der Dank gilt auch allen anderen. Ihr seid alle so talentiert und arbeitet hart an euch. Das Fest kann nun endlich beginnen. Die Einhörner werden traben. Die Meerjungfrauen werden im Wasser tanzen. Der Orchesterwald wird wundervolle Musik für alle spielen. Und die Regenbogenprinzessinnen werden uns mit ihren glasklaren Stimmen bezaubern. Oh nein, darauf sind wir nicht vorbereitet. Wir waren dabei, ein Duett einzustudieren, aber dann mussten wir uns um all die funkelnden Bienen im Regenbogengarten kümmern. Oh, wir ruinieren die ganze Parade. Ach nein, das wird schon nicht passieren. Aber wir stecken ein bisschen in der Patsche. In der Patsche? Das ist eine Redensart bei uns. So wie wenn alle Farben des Regenbogens miteinander vermischt werden und Braun ergeben. Oh, ich hasse es, wenn sowas passiert. Keine Sorge, das geschieht nicht. Ihr zwei habt ganz zauberhafte Stimmen. Es wird schon alles gut gehen. Barbie, Chelsea, das große Traben geht gleich los. Kommt! Das wird ein Riesenspaß werden. Ihr überlegt euch, was ihr singen werdet und wir sind gleich wieder zur Stelle. Ich glaube, ich träume gerade. Oh Mann, du meine Güte. Die Einhörner können ja ihre Farben wechseln. Bezaubernd, wirklich bezaubernd. Und weiter geht's, Leute, zum Meerjungfraubecken. Wie kommt ihr mit dem Duett voran? Geht so. Wir singen das, was wir sonst auch immer singen. Aber die Regenbogenprinzessin will lieber was Neues. Ihr zwei tragt doch aber das beste Instrument immer bei euch. Euer Gesangstalent. Versucht einfach mal zu improvisieren und vertraut euch selbst. Improvisieren? Ihr solltet einfach spontan lossingen. Wenn ihr euch selbst mehr zutraut, dann werdet ihr ganz plötzlich Melodien entdecken, von denen ihr niemals gedacht hättet, dass sie in euch stecken. Okay, ich versuch's einfach. Die Sterne sich vereinen. Hey! Und die Melodie. Oh, 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 oh. Ja, genau so soll es sein. Übt noch ein wenig und in 0, nichts werdet ihr ein wundervolles neues Lied haben. Haltet ein, teure Freunde von nah und fern. Ich hoffe, die folgende Darbietung hält eine angenehme Überraschung bereit. Okay, er hat's drauf. Und nun folgt als Finale der Parade des Lichts das neue Lied der Regenbogenprinzessinnen. Dieses Jahr dachten wir, dass wir... Man versteht nichts! Na los, ihr schafft das! Oh, ich hab solches Lampenfieber. Hab ich auch. Versuchen wir es trotzdem. Ist bei euch alles okay, Prinzessinnen? Braucht ihr meine Hilfe? Hat jemand um Hilfe gerufen? Ich helfe euch gern. Startklar zum Feiern. Los geht's, Leute! Gerne singen wir, um uns beide zu entdecken. Und dann hören wir, wie unser eigenes Lied erklingt. Was für eine fabelhafte Vorstellung. Das hier ist die schönste Parade des Lichts, die es jemals gegeben hat. Was nicht wirklich überrascht, mit all den fantastischen Künstlern, Orten und Personen. Kann es letztendlich nur zauberhaft werden. Genau, und das gibt es nur in Dreamtopia. Wenn wir beide singen.